Der neue Zyklus. Ein Science-Fiction-Hörspiel in Stereo von Claude Ollier. Aus dem Französischen von Helmut Scheffel. Regie Otto Düben. Nicht zum ersten Mal wurden Berichte von geheimnisvollen Flugkörpern. Die geheimnisvollen Flugkörper, die am heutigen Abend über dem Gebiet der Arktis beobachtet wurden. Als sie die Erde durch die untere Luke beobachteten, erschien sie ihnen als ein dunkler Fleck mitten im Sonnenlicht. Keine Sichel mehr, kein aschgraues Licht mehr. Rings um sie herum war das Himmelsgewölbe mit glänzenden Punkten übersät, die sich langsam zu bewegen schienen. Doch angesichts der großen Entfernung, in der sie sich noch befanden, schien sich ihre relative Größe nicht verändert zu haben. Die Sonne und die Sterne zeigten sich nicht anders als von... Αλλά υπάρχει όμως η πιθανότης ότι αυτά τα υπτάμενα σώματα είναι το ίδιο όπως οι περίφημοι υπτάμενοι δίσκοι. Es heißt im Übrigen, diese Flugkörper seien mit einer Kanzel aus Glas oder aus einem ähnlichen Material versehen. Heute Abend von Westen her aufklären und wollten unser Himmel über dem ganzen Gebiet. Ansteigende Temperaturen, die 25 bis 30 Grad erreichen. Thank you.
an dem Ehemann Bremsraketen landen. Waren die Bremsraketen gezündet, als der Apparat, den bläulichen Schleier durchstoßend, sich vor einer blendend weißen, endlosen Decke befand, der zu durchdringen schien, ohne sie jedoch zu berühren, weich in einer flockigen Leere versinkend, während Wogen eines kristallinischen Pulvers von allen Seiten über ihm zusammenschlugen. Dabei setzte er seinen Weg mit großer Geschwindigkeit fort, die sich nur ganz allmählich verringerte. Keinerlei Anhaltspunkte ließen erkennen, ob er im nächsten Augenblick an dem Hindernis zerschellen oder an ihm vorbeigleiten würde, bis zu dem Moment, als... Wo haben Sie sich in diesem Augenblick befunden? Καθόμουν προς την πόρτα του σπιτιού. Ήταν περίπου 10, 10 και μισή. Καθόμουν εκεί και... Ich saß vor meiner Haustür. Κάμισα την πίπα μου. Es war gegen 10, halb 11. Ξαφνικά
Ich saß da und rauchte meine Pfeife. Plötzlich habe ich da oben über dem Gebirge so etwas wie einen Lichtschein gesehen. Dort, einen Schein. Von wo kam dieser Lichtschein? Er kam von dort, von Westen. Es sah aus wie eine Zigarre. Ja, wie eine große Zigarre. In den steinernen Galerien waren die Leute in Gruppen versammelt und bewegten sich wie Schatten zwischen den blauen Hügeln. Ein bleiches Licht kam von den Sternen und den leuchtenden Zwillingsmonden. In der dunklen Ferne jenseits des marmornen Amphitheaters waren kleine Ansiedlungen und einzelne Villen verstreut. Reglose Gewässer breiteten sich in silbernen Flächen aus, und die Kanäle glänzten von einem Horizont bis zum anderen. Es war ein Sommerabend auf dem friedlichen und sanften Planeten. Hätte schlimme Folgen haben können. Psst!
leise. Vorsicht. Es ist weit und breit niemand hier. Kein Zeichen von den anderen. Wenn sie es genauso gemacht haben wie wir, wir müssen versuchen, den Haupttrupp zu finden. Wo? Hier? In dieser Richtung. Hier geht es abwärts. Es ist angesichts unserer Beobachtungs- und Überwachungsgeräte absolut ausgeschlossen, dass sich eine von einem anderen Planeten kommende Lufteinheit der Erde nähern kann, ohne auf unseren Kontrollschirmen ausgemacht zu werden. Selbst wenn diese Annäherung sehr rasch erfolgt, Herr Oberst? Dazu würde ich sagen, gerade wenn diese Annäherung sehr rasch erfolgt. Sie müssen bedenken, je höher die Geschwindigkeit des Flugkörpers ist, desto breiter ist seine von ihm auf dem Kontrollschirm sich abzeichnende Bahn. Diese Spur, die von uns sofort verfolgt wird, ermöglicht es mit außerordentlicher Genauigkeit, den Weg zu bestimmen, den... Eine Steinplatte. Sieh mal auf die Zeitung. Steinplatte zur Befestigung von Wegen mit Steinplatten gepflasterter Weg. Wir gehen auf einem gepflasterten Weg. Wir steigen hinunter. Falsch. Wir steigen hinauf. Hinauf steigen. Wir steigen hinauf. Wir steigen hinauf zwischen Akazien. Akazien, Mimosen, Katalpe, im blassen Licht des Mondes. Ist das der Mond von Epsilon? Der Mond der Erde. Unserer ist groß. Sieh mal dort auf den Zweig. Halt! Vorsicht! Nur zum Pflücken. Ardane. Anone, Agrumen, Ilex, Lorbeer, Oleander, Ölbaum, Pistazien. Zu viele Namen. Niemand hier. Es ist ein Gebirge. Von dort oben werden wir besser sehen. Wo sind die anderen? Wo wir sind. Eine halbe Stunde war ich durch einen Wald aus Jasmin und Myrten gewandert, als ich im Schatten sich etwas bewegen sah. Es war ein Jüngling, dessen majestätische Schönheit mich fast zur Anbetung in die Knie sinken ließ. Er erhob sich, um mich daran zu hindern. Laut rief er: »Nicht mir schuldest du solche Demut, sondern Gott. Ihr seht in mir eine Person vor euch«, antwortete ich, »die durch so viele Wunder verwirrt ist, dass sie nicht mehr weiß, wo sie mit ihrer staunenden Verehrung beginnen soll. Aus einer Welt kommend, die ihr hier wahrscheinlich für den Mond haltet, glaubte ich, in eine andere Welt gelangt zu sein, die die Bewohner meines Landes ebenfalls den Mond nennen. Aber nun sehe ich, dass ich... Warte ein bisschen. Wir sind fast oben. Lass mich verschnaufen. Ist die Nacht hier lang? Nicht zu dieser Jahreszeit. Wie viel Uhr ist es? Der Zeiger für die Erdzeit ist abgebrochen. Bei uns ist es 7. Raum, 11. Kreis. Das lila Licht. Wird es bald hell werden? Du wirst sehen. Ein gelblicher Lichtschein am Horizont. Im Osten, es ist im Handbuch erklärt. Wir wissen alles über ihre Erde. Seit Jahrhunderten wird sie überflogen, beobachtet, erkundet. Die unsrigen sind überall eingedrungen. In die Fabriken, die Kinos. Die Bibliotheken.
Apotheken. Und heute dieser Eröffnungsflug, die Invasion, die Botschaft, um die Beziehungen aufzunehmen, zu verhandeln. Werden Sie unseren Apparat morgen finden? Morgen wird alles offiziell sein. Die unsrigen sind schon in den Hauptstädten. Es sei denn, dass... Sind alle Wege so mit Steinplatten gepflastert? Die ganz alten, ja. Es ist ein altes Land. Die Sprache ist modern, heißt es. Hoffentlich werden Sie uns verstanden. Verstehen. Man wird uns für Ausländer halten. Für Barbaren. Touristen. Chinesen. Los, komm jetzt. Nach einem sehr einfachen Schema. Als kehre man ganz einfach die traditionellen Verfahrensweisen um. Sind Sie auch bei Ihrem Roman Ich bin eine Legende auf diese Weise vorgegangen? Ganz richtig. Deshalb wäre ich, um mal auf Ihre Frage zu antworten, in dem vorliegenden Fall auch gar nicht sehr überrascht, wenn man mir sagte, dass diese Wesen aus einer anderen Welt sich unseren Blicken unter einem äußeren Aspekt darbieten, der dem unsrigen ganz und gar gleicht. Wollen Sie damit sagen, dass es sich um eine List handelt? Und wenn es das nicht wäre? Sehen Sie, wenn wir uns das andere, die Andersartigkeit vorzustellen versuchen, der Weg hört hier auf. Da sind Säulen, ein Fries, ein Tempel aus früheren Zeiten. Dort unten, sieh mal. Da leuchtet ein Licht am Fenster. Ob sie uns gehört haben? Es ist zu weit entfernt. Wer ist das? Ein Holzfäller, ein Landmann, ein Bauer, ein Einsiedler? Kein Zeichen von den Unsrigen. Ihre Strahler sind vielleicht auch kaputt. Die Erdbewohner können das Feuer unserer Strahler nicht sehen. Es ist ausgegangen. Man sieht unten nichts mehr. Am Himmel auch nicht. Keinerlei Geräusch. Eines schönen Tages gegen Mittag, als ich wieder einmal auf dem Weg zu meinem Boot war, versetzte mich am Strand die Spur eines nackten menschlichen Fußes, die sich ganz deutlich im Sande abzeichnete, in allergrößte Bestürzung. Ich stand wie vom Donner gerührt, als ob mir ein Geist erschienen sei. Ich lauschte nach allen Richtungen, sah mich überall um, konnte aber nichts hören und sehen. Ich stieg auf eine kleine Anhöhe hinauf, um einen weiteren Rundblick zu haben. Ich lief am Strand auf und ab, aber es war nur diese eine Spur. Ich sah nirgends eine andere, außer dieser einen. Ich ging wieder hin, um nachzusehen, ob es nicht noch mehrere wären, ob ich es mir nicht nur eingebildet hätte. Aber das war ausgeschlossen, denn hier war der genaue Abdruck. 10 Verse, jeder einzelne Teil eines Fußes. Wie er hierher gekommen sein mochte, wusste ich nicht und konnte es mir auch nicht erklären. Haben Sie Feuer, dass man nicht in höchster Aufregung und ganz verstört, wie ein Mensch, der den Kopf völlig verloren hat, kam ich in meiner Festung an. Kaum spürte ich mir den Boden unter den Füßen. Er tanzt. Er dreht sich. Er sieht aus wie einer der Unsrigen. Gehen wir näher. Er geht zurück, vielleicht morgen, bei Tageslicht.
Wenn bis dahin nicht... Auf der Erde ist es nachts zu warm. Zieh deinen Pullover aus. Gehen wir auf dem Kamm entlang. Auf den Steinen. Den Felsen. Zwischen den Ästen. Zweigen, Büschen, Sträuchern. Eichen. Gehen wir nebeneinander. Vorsichtig. Noch 5 Sekunden. Achtung bitte. 24 Sie werden doch ein Sie hören die Spätnachrichten. Wir wollen die Gegend beobachten. Auf politischem Gebiet keine besonderen Neuigkeiten. Der Sonntag war ruhig. Man wird die nächste Sitzung des Komitees der Sieben am kommenden Dienstag abwarten müssen, um Klarheit über die wirtschaftspolitische Entwicklung zu gewinnen. Die Spitzengremien der Parteien treten morgen zusammen, um über ihre Taktik in der kommenden Woche zu beraten. Was siehst du? Die ersten Meldungen vom Erscheinen fremdartiger Flugkörper, die angeblich von Bewohnern mehrerer Inseln im östlichen Mittelmeer beobachtet wurden, sind mit aller gebotenen Zurückhaltung aufgenommen worden. Sehr lang, sie wurden bisher noch von keiner offiziellen Stelle bestätigt. Das Meer? Ich kann es mir nicht vorstellen, das Meer. Du hast doch die Filme gesehen. Ein weißes Licht dort unten. Ganz kurz. Ein Leuchtturm. Stromboli, l'unica sigaretta con filtro rosso. Stell dir vor, die anderen wären viel weiter geflogen. Nach Afrika, nach Quebec, nach Neu-Delhi. Vielleicht haben Sie den Befehl erhalten, wieder zu starten? Schon? Weder der Leuchtturm. Ein Erdsignal. Alles in der Maschine gelassen. Ich habe Hunger. Wart, bis es hell wird. Sendung für unsere Kleinen. Durch die Sendung führt wie jeden Donnerstag Tante Lisbeth. Heute wollen wir... In das Tal hinuntersteigen? Warum sollen wir hier warten? Du siehst doch. Kein Tier hat sie bisher gewittert. Von der erschreckenden Bildtafel in den fahlen Farben stehen ihnen mehrere Ungeheuer vor Augen. Und doch, so wurde im Anhang erklärt, war kein einziges davon als Bewohner einer der Inseln im äußersten Osten des von Ländern umschlossenen Meeres erwähnt. Tropfen peitschen gegen ihre Stirnen, während der Duft sie immer stärker betörte. Pass auf die Steine auf. Halt dich an den Zweigen fest. Die haben lauter Dornen. Wir haben die Handschuhe in der Maschine gelassen. Wollen wir nochmal zurückgehen? Es ist alles kaputt. Glaubst du, dass man sie inzwischen entdeckt hat? Ich werde Bewohner schlafen. Ihre Nacht ist zu lang, wir schlafen. Bei uns ist das komplizierter. Man könnte ohne Lampe lesen. Unsere drei Monde geben weniger Licht als ihre. Ihre leuchtet nur einige Nächte her. Er dreht sich. Sie finden das ganz natürlich. Hier ist es weniger steil. Das Gefälle ist schwächer.
Dafür ist das Gestrüpp umso dichter. Ob das noch lange so weitergeht? Durch dieses Gestrüpp. Nur Mut. Es muss ja einmal aufhören. Drehen wir uns auch? Im Kreis. In gerader Linie. Es sieht so aus, als ob die Zweige da vorne auseinandergehen. Weniger dicht sind. Sich lichten. Es sieht aus, als ob sie ganz aufhören. Am Rand eines Abgrunds. Einer Felsspalte. Des Ufers? Eines Brunnens. Sei vorsichtig. Keine Angst. Es ist ganz weiß dahinter. Ganz weiß. Leer. Leer. Weiß. Noch ein Zweig. Langsam. Hä? Ihr Götter. Es ist kein Tempel. Es ist kein Gymnasium. Es ist kein Zirkus. Es sind lauter Stufen aus weißem Stein. Am Abhang eines Hügels. In der Form eines Halbkreises. Schlagen wir doch einmal im Handbuch nach. Das sind sicher Abbildungen. Setzen wir uns. Da, der Halbkreis hier unten. Der untere Teil des Theaters war halbkreisförmig und ringsum mit Sitzen versehen. Er hieß Orchestra, weil dort die Tänze aufgeführt wurden. Die Orchestra war ein Teil des Theaters. Rousseau, Wörterbuch der Musik. Der Chor bewegte sich um einen Dionysos-Altar, der Thymele genannt wurde. Wir wären also 4 Jahrhunderte vor der christlichen Ära. Im Osten des... Neben dem Heiligtum des Esculap. Im äußersten Osten des von Ländern umschlossenen Meeres. Wir wollen hinuntersteigen. Stufe für Stufe. Wie viele Stufen mögen es sein? Sie sind sehr hoch, hoch behauen. Kaum eine Spalte dazwischen. Etwa 100? Wir hätten direkt hier herunterkommen können. Wir sind ganz in der Nähe gelandet. Warum dieser Auftrag? Hier zu landen? Allein hier zu landen. Vielleicht ein Ablenkungsmanöver. Eine Täuschung. Guck mal. Man sieht ringsum nur noch Steine. Die Steinkreise sind unterbrochen. Und dort oben der Mond. Der Widerschein. In den Mulden die Steine. Die Orchester ist ganz unten. Eine runde Platte in der Mitte. Der ausgehöhlte Schlussstein. Achtung!
Niemand greife an. Was für ein entsetzliches Geräusch. Man hört es nur von hier aus. Komm, komm, komm. Am nächsten Vormittag, als die Sonne schon hoch am Himmel stand, wachten beide auf, überrascht, sich allein zu finden. Ein paar Minuten vergingen, bis jeder begriff, dass er von nun an zugleich auch der andere war. Ein einziger Körper streckte sich in dem blendenden Licht. Ein einziges Herz schlug beim Hören der Stimmen in dem nahen Theater. Ein einziges Gedächtnis erinnerte sich im gleichen Augenblick an das, was man sie ganz am Anfang von den Lebewesen hienieden gelehrt hatte und was in dieser Nacht unter der Wirkung des Schocks aus ihrem Gedächtnis entschwunden war. Dass jedes Wesen auf der Erde die Widersprüche liebt, von denen auf jedem anderen Planeten mindestens zwei Körper die Extreme in sich tragen. Da stand er auf, nahm das Handbuch und das Wörterbuch und ging, seine Kleidung ordnend, durch das Gebüsch bis zum Rand der Stufen. Er glaubte, dass er nun auch sprechen müsse, von einem Menschen zum anderen, und mit vorsichtigen Schritten zur Bühne hinuntersteigend, übte er seine Stimme. Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes. Wir sind immer im Form eines Amphitheaters angelegt. Das im Allgemeinen an den reinfressförmigen Höhenhang eines Hügels angelehnt ist. Und das vier Teile umfasst. Und das Theater, Löwen, die für die Zuschauer bestimmten Ränge, Kamel, das Hyposzenium und das Proszenium oder die Vorbühne, Kinder, zuletzt der Löwe. Und ringsum mit Sitzen ausgestattet. Drei Verwandte. Sie ist Orchestra, weil ihr die Tänze aufgelegt. Geistes, wie der Geist zum Kamelen wird und zum Löwen das Kamel und zum Kinde zuletzt der Löwe. Möchten Sie das Theater besichtigen? Das Heiligtum? Das Gymnasium? Ich kenne das Theater. Wie bitte? Ich kenne das Theater. Kennen Sie auch das Heiligtum? Das Gymnasium? Ich meine... Sie werden es bestimmt nicht bereuen, mein Herr. Ich müsste... Ja. Kommen Sie. Hier entlang, mein Herr. Hier befinden wir uns in dem Heiligtum. Das Heiligtum, das
Das ist das Allerheiligste des Tempels. Das Gebäude, das für die religiösen Zeremonien bestimmt war. Ein abgetrennter, geweihter Raum. Der geheime Ort. Versteck die Bücher. Das Amtbuch. Das Mörderbuch. Aber... sehr unvorsichtig. Wir haben heute Nacht den Befehl bekommen, mich um euch zu kümmern. Der Auftrag ist im letzten Augenblick abgeblasen worden. Ein Fehler in der Übermittlung an euch. Ich diene als Versteck, als Relais. Bin 80 gelandet. Gib mir das Buch. Ich habe euch die ganze Nacht mit dem Suchgerät verfolgt. Mich haben die hier vor dem Haus gesehen. Ich wollte vor dem Hellwerden nicht eingreifen. In der Nacht kann man sich leicht täuschen. Ich wollte abwarten, bis du allein bist. Vorsicht! Und nach dem Allerheiligsten begeben wir uns zum Gymnasium. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Das Gymnasium war eine öffentliche Sportanlage. Die nackten oder halbnackten Athleten übten sich hier im Diskuswerfen, im Speerwerfen, im Ringkampf, Laufen und so weiter. So, hier sind wir ungestörter. Was ist denn? Was hast du? Die Überraschung. Das kommt so plötzlich, Schlag auf Schlag. Natürlich. Ich habe auch Angst gehabt. Ihr habt eine solche Lärm im Theater gemacht. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre euch auf den Kopf gekommen. Was habt ihr denn gedacht, wo ihr euch befindet? Es war ein bisschen viel. Sie schicken euch auch reichlich um. Du hast sicher Hunger. Ziemlich. Na, wir gehen zum Haus. Ich züchte Ziegen. Wir werden uns mit Kostas gut vertragen. Kostas ist vor 2 Jahren gelandet. Im Grunde bin ich ganz froh, dass du gekommen bist. Mit Kostas wurde es allmählich langweilig. Wir müssen einen Namen für dich finden. Komm, wir gehen zum Haus. Wird es im nächsten Jahr. Die Sache ist nur aufgeschoben. Ja, ich weiß nicht, was heute Nacht passiert ist. Du brauchst keine Angst zu haben. Werden wir alles erklären, die Arbeit und alles andere. Man muss sich dem Land anpassen. Am Anfang kommt einem das ein bisschen komisch vor. Oh.